Tempomat haben wir auch reingemacht bei 50. Jetzt fahren wir hier erstmal 50 lang und starten wunderbar unsere erste richtige Tour, sage ich mal, weil das, ach, jetzt wo wir schon dabei sind, weißt du was, ganz ehrlich, wir müssen natürlich jetzt nochmal hier einen kleinen Umweg machen, ganz kurz. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2, Folge 2. Die Standardmusik ist weg und unsere Kassenmusik ist drin, die werden wir auch während der Fahrt hören. Das ist meine ganz normale GTA Gaming, wie auch immer, Playlist. Ich glaube, das ist ein bisschen unterhaltsamer, gerade wenn man lange stur geradeaus fährt und sowas alles, dann wird die Musik schon für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Da das Ganze sich nicht mit dem Menü verträgt, habe ich jetzt die Menümusik einfach mal ausgeschaltet und hoffe, das passt. Und wir haben eine neue E-Mail. Brandneues Granne-LKW eingetroffen. LKW-Händler in Dresden. Ah ja, guck mal her. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von Scania-LKW bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen. Und wir können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die keine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch einmal unsere Ausstellungsräume in Dresden. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, könnte Sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Scania-Händler. Ja, richtig. Da haben wir jetzt diesen Scania-Händler freigeschaltet. Online können wir noch nicht kaufen. Dann brauchen wir 5 LKWs. Dann können wir auch online kaufen. Naja, gut. Komm, wir besuchen einmal. Ich will mir das einmal angucken jetzt. So, die Basisvariante fängt bei 112.000 Euro an. Liegt bei 360 PS. Ist natürlich schon mal nicht so geil. Aber 1400 Liter Kraftstofftank ist natürlich mega angenehm. Da wird man eine ganze Weile nicht tanken müssen. Und das ist sehr schön. Was gibt es hier noch so? Das sind halt die alten Modelle. Und selbst den neuen, den kann man auch schon kaufen. Da müssen wir überlegen, ob wir diese paar tausend mehr, die haben halt ein bisschen weniger, aber die haben halt schon 370 PS, ein bisschen weniger Tank. Aber dafür ist es halt ein neuer, ne? Das ist halt vielleicht ein bisschen geiler eigentlich, ne? Ja, und den hier, 1290 Liter, ist genauso. Aber der ist schon mal ein bisschen höher. Und der ist aber schon mal gar nicht mehr verfügbar. Also bis die kann man schon kaufen, also den könnten wir schon kaufen. Das hier ist noch so ein älterer, der hat schon wieder zwei Achsen und so. Den gibt es dann erst ab Level 14, 15. Ne, dann gibt es hier noch irgendwann dieses Streamline. Das ist auch nochmal, so mit vier Achsen ist natürlich irgendwann der Traum, ne? Aber nicht den da, sondern auch wieder diesen neuen. Und zwar den hier, ne? Boah, Alter, der sieht so geil aus. Hat auch einen 1000 Liter Tank, aber 730 PS. Gibt es aber erst ab Level 25. Den? 20. Na gut, ne? Also dann müsste man sich halt überlegen. Das dauert eine ganze Weile, bis man dieses Level erreicht. Also das wäre so unser Traum. Da wisst ihr schon mal ungefähr, wo es hingeht. Und darauf arbeiten wir jetzt hin. Und ich würde sagen, wir nehmen direkt einen Auftrag an. Wir müssen ja jetzt schnell einen Auftrag nehmen. Wir haben ja keine Angebote. Und der Grund, warum wir das jetzt genießen sollten, ist halt der, dass wir halt schlichtweg keine... Also wie gesagt, jetzt können wir halt verschiedene LKWs fahren. Und ich würde halt schon gerne nochmal ins Scania fahren, muss ich sagen. Nach Hannover vielleicht. Weil in Dresden können wir ja keine LKW-Händler mehr freischalten. Da gibt es halt ein bisschen mehr Geld für. Das sind 200 Kilometer. Das sind 216. Ah, das wird aber auch mies bezahlt, muss man auch sagen, ne? Also das wird halt schon ganz gut bezahlt. Der Truck hat 420 PS. Hier haben wir 450 PS. Macht vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Spaß. Und da wir eh eine neue Stadt auch kennenlernen möchten, wobei ich auch hier sehe, dass Hannover, wir sind hier außerhalb, das heißt, wir kommen gar nicht in die Stadt. Das heißt, es bringt nichts. Der hat auch 450 PS. Also von Dresden aus. Das ist von Dresden aus. Ich würde halt schon gerne von Berlin losfahren. Gibt es 3.100 Euro. Und hier gibt es aber 3.700 Euro. Es ist halt einfach besser. Dann fahren wir halt jetzt erstmal nach Dresden. 200 Kilometer mit einem Volvo FH. Haben wir auch schon mal den Volvo gesehen. Ich würde schon gerne jede Marke auch erstmal durchgetestet haben, bevor wir da weitermachen. So, wir gucken mal ganz kurz auf unsere Details. Wir transportieren 16 Tonnen Borsäure nach Dresden. Eine Pause in 11 Stunden, wir müssen 8 Stunden fahren. In nur 3 Stunden, das heißt, wir brauchen gar nicht mal schlafen. Genau, ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Gas.
Wie sieht unser Trailer denn aus? Das ist so ein Standard-Trailer mit drei Achsen. Ja, immerhin. Ich würde sagen, wir fahren los. Müssen wir ein bisschen weiter weg hier rutschen. Und gucken, dass es mit dem Mikrofon ein bisschen passt. Und vielleicht auch nicht immer in den Drehzahlbegrenzer rein. Und dann passt das. So, jetzt müssen wir aber nach links. So, Stopp haben wir hier. Na dann stoppen wir auch mal. Na, jetzt bin ich wieder ein bisschen zu weit auf die Straße. Kein Problem. So. Jetzt müsste es doch aber passen. Kommt immer noch einer hier. Das gibt's ja nicht. So, jetzt kommt bitte keiner. Dankeschön. Du fährst jetzt. KI ist auch immer so ein Ding. Das muss natürlich passen. So, hier sieht es frei aus. Dann los. Und da setzt er sich in Bewegung. Getriebeumschalter. Und dann haben wir den siebten drinne. Und dann passt das. Na, sind wir mal gespannt. Tempomat haben wir auch reingemacht bei 50. Jetzt fahren wir erstmal 50 lang und starten wunderbar unsere erste richtige Tour, sage ich mal, weil das, ach, jetzt wo wir schon dabei sind, weißt du was, ganz ehrlich, wir müssen natürlich jetzt nochmal hier einen kleinen Umweg machen, ganz kurz. Denn ich will gerne den... Ah, jetzt ist natürlich jetzt eine Brücke, dann fahren wir ganz drumrum. Ich will natürlich den MAN-Händler auch noch freischalten, um halt Trucks von der Marke auch kaufen zu können. Wäre ja jetzt schade, wenn wir den auslassen. Dann nehmen wir den natürlich gleich mit. Na, Ampel, Freund, Feind, Freund, Feind. Ah, Feind. Ah, ich hasse es. Ah, wir kriegen ja natürlich auch eine Strafe, wenn wir über die rote Ampel fahren. Dementsprechend lassen wir es bleiben. Wir sind gerade schon knapp genug bei Kasse. Aber den Händler, den lasse ich mir natürlich nicht nehmen. So, ist da unsere Firmengarage oder? Och, da ist meine Maus. Die sollte da verschwinden. Maus kurz woanders hin machen, damit den jetzt hier nicht so stört. Wenn ich den nämlich berühre, dann ist es ein bisschen doof. Alles klar. 200 Kilometer, die kriegen wir noch hin. So. Ja, unsere Firma. Meine Güte. Was für eine Firma. Hoho. Tigga, das ist Baustelle, wie gesagt. So, ist jetzt die Frage. Okay, hat geklappt. Haben wir entdeckt. Dann können wir weiterfahren. Ist da einer? Ihr seht den Spiegel ja zum Glück auch noch. Meine Cam verdeckt die auch nicht, deswegen habe ich die doch jetzt erstmal gelassen, weil ich jetzt erstmal gesehen habe. Es ist natürlich irgendwie im Bild, aber wenn man mit Facecam irgendwas macht, dann ist die irgendwie immer irgendwo im Bild und deswegen ist es jetzt eigentlich auch relativ egal. Man sieht noch mehr als genug. Ich meine, hier ist alles frei und dann passt das. Ich habe auch das Sichtfeld extra ein bisschen weiter zurück gemacht, dass ich auch einerseits die Kamera nicht drehen muss, um den linken Spiegel zu beobachten. Und andererseits, damit ihr dann halt auch noch mal ein bisschen mehr seht. So, Truckerleben ist hiermit gestartet. Habe ich richtig Bock drauf, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist ja wieder schon 50 hier. Das Display ist ein bisschen dunkel. Habe ich Licht an? Ich habe schon Hintergrundbeleuchtung an. Das Display lässt sich nicht so gut ablesen im Schatten. Aber da unten ist schon abgebildet. Wie sieht es eigentlich mit dem Kraftstoff aus? Da haben wir noch. Ah, wir können schneller fahren. Na dann.
bisschen mehr Dampf hier. 200 Kilometer reißen wir doch locker runter hier. Autobahn. Ab nach Dresden. 80 dürfen wir fahren. Boah, ist der Truck echt in dieser Scheißfarbe? Ah. Ja, diese kleinen Trucks. Also sagt, seid mir nicht böse, aber ich finde die einfach nicht schön. Deswegen, wenn wir einen guten Truck haben, der muss gut aufgebaut sein. Dann später richtig fett Tuning-Trucks, dann werden wir das auch loslösen von den ganzen anderen. Also die Trucks für meine Mitarbeiter, die werden natürlich nicht getuned. Da werde ich separate Trucks verkaufen. Und die Tuning-Trucks, die sind dann halt irgendwann alle in der Garage und dann kann ich immer zwischen den hin und her wechseln. Grundsätzlich das Ziel dieses Let's Plays, weil das Spiel kann man ja irgendwie nicht durchspielen. Man kann halt immer wieder irgendwie die Map erweitern, wenn neue DLCs rauskommen oder wenn man einfach mal eine Mod-Map installiert oder so. Weil irgendwann wird man halt alles gesehen haben. Aber Ziel ist natürlich, jede einzelne Truck-Marke zu haben. Und bei jeder einzelnen Truck-Marke will ich mindestens einen voll ausgestatteten, richtig kranken Truck. Mindestens einen. Wenn wir das überall haben, dann haben wir erstmal so das Ziel erreicht. Und dann können wir trotzdem noch eine Menge Spaß haben, weil Map-Erweiterung und sowas alles. Und parallel werde ich natürlich auch noch den American Truck Simulator starten. Das hatte ich in der ersten Folge vergessen zu erwähnen. Und wenn wir Glück haben, dann lade ich die Folgen immer abwechselnd hoch. Das heißt Folge 1 Euro Truck, Folge 1 American Truck. Das heißt, das hier ist die zweite Folge. Die erste Folge vom American Truck Simulator müsste auch schon online sein. Schaut da sehr gerne mal rein. Ist im Prinzip ja das gleiche Spiel, nur halt mit richtig schönen Ami-Trucks, die mir eigentlich auch besser gefallen als die hier. Da hat man auch schon Bock drauf, muss man sagen. Ne? Also schaut da gerne auch mal rein. Werden wir dann demnächst auch starten, habe ich Bock drauf. So, 80 fahren wir, 140 sind es ja auch nur noch. Ja, Kilometer gehen in dem Spiel auch recht schnell runter, das ist aber auch wichtig, weil sonst kommt man hier zu gar nichts. Das Aufleveln dauert schon lange genug, könnt ihr mir glauben. Und da wir dann, also wir werden uns ja höchstwahrscheinlich von der Bank einen Kredit nehmen, um unsere ersten Trucks zu realisieren. Und dann passt das. Oder wir lassen es, aber das bringt es halt nicht. Wenn du einen eigenen Truck hast, kriegst du für die gleichen Aufträge so viel mehr Geld. Das ist halt einfach viel schöner. Und deswegen lassen wir das auch erstmal so. Dass wir dann mit dem Kredit uns zwei Trucks kaufen und einen Mitarbeiter. Wobei wir dann ja auch erstmal die scheiß Garage aufrüsten müssen und dann ist das Geld auch schon wieder weg. Also es ist wirklich, wirklich knapp. Aber ich muss ja hier raus. Ja, und dann. Hier geht es nicht weiter für uns. Ja, da kann der Truck natürlich nicht halten. Ja, naja, wir bleiben hier auf der Spur. Und der Tempomat bringt uns automatisch wieder auf unsere wunderschönen 80 km/h. Und wir haben schon fast die Hälfte der Strecke. Das heißt, in der Folge würde das hier theoretisch schon klappen. Und wir sind dann auch noch in der Lage, das erste Level-Up zu verteilen. Man hat ja sowas ähnliches wie einen Skill-Tree. Wobei ich das heutzutage, glaube ich, keinem mehr erklären muss. Das Spiel ist lang genug draußen, dass man mittlerweile begriffen haben sollte, wie das System funktioniert. Nee, das finde ich aber so geil an dem Spiel. Also erstmal, es sieht immer noch recht gut aus. Also für ein 2012er Game, ich meine, die Grafik ist immer mal wieder aufgewertet worden, das stimmt. Aber es sieht immer noch gut aus. Wir zocken natürlich aber auch in maximalen Grafikeinstellungen in WQHD und 200%iger Skalierung auch noch dazu. Also unscharf sollte hier nichts mehr sein. Meine Hände sind wieder schwitzig und kleben an dem scheiß Teil. So, du musst warten, mein Lieber. Ich habe hier Vorrang, wenn das hier meine Spur ist. 80, salopp, wir fahren 80, also alles super. Eine Baustelle, na Mensch. Das sind dann diese zufälligen Straßenereignisse. Wenn du das hochstellst, dann würde doch sicherlich überall eine Baustelle sein. Aber ich habe die Umleitungen aus dem Grund rausgeschmissen. Eigentlich könnten wir sie auch ganz rausnehmen, weil das ist einfach scheiße. Du willst da raus, willst den Auftrag beenden und dann musst du eine Umleitung fahren. Und wenn du Pech hast, ist diese Umleitung doppelt so lang als dein eigentlicher Auftrag. Dann schaffst du es einerseits zeitlich nicht. Also eigentlich schalte ich die ganz ab. Das ist scheiße.
Ich will die Route fahren, für die ich angeklickt habe hier. Das ist ja... An manchen Routen hängt ja die Auswahl von der Preis-Leistung ab. Wir wollen ja viel Geld verdienen. Der Truck verdient sich ja nicht von alleine. So, rum da. Da zieht der Motor wieder ein bisschen an. Okay, wir müssen nicht einpendeln. Wir kriegen unsere eigene Spur. Zack. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, ich probiere mich so gut es geht an die Verkehrsregeln zu halten. Es ist immer noch ein Spiel und manche Sachen sind natürlich nicht so real und gut machbar umgesetzt wie in echt und so. Aber ja, wie gesagt, ab und zu werde ich mir dann auch mal die Freiheit nehmen, auf derartige Geschwindigkeitsregelungen zu verzichten, um einfach mal ein bisschen mehr Kick hier reinzubringen und all sowas. Was dann wiederum keinen Spaß macht, wenn so ein Auto an einem vorbeifährt und an einem gleich mal eine fette 1000-Euro-Strafe reindrückt. Das ist auf jeden Fall neu. Also ich kenne das Spiel schon seit der allerersten Version. Ich habe damals 2013 habe ich bei Saturn die Box-Version von dem Spiel gekauft. 1.1.1. Ja, das war die erste Version, die man auf der CD bekommen hat. Noch mit Lizenzschlüssel, ohne Steam, ohne gar nichts. Und die habe ich sehr lange gespielt, bis ich das Game dann irgendwann... Oh, was war denn hier jetzt? Kleiner Ockler. Ah, oh, 60. Mist. Oh ja. So. Na ja, jetzt können wir ein bisschen Gas drücken hier. Ja, wobei, bei 70 bleibt da. Dann machen wir auf 70. Und dann 70 weiter. Wir sind ja auch schon so gut wie da. Also in der Folge fahren wir den auf jeden Fall noch zu Ende, den Auftrag. Ja, ich probiere so gut wie möglich zu fahren. Also Unfälle will ich auf jeden Fall vermeiden. Und sowas alles dementsprechend. Ich glaube, das sollten wir eigentlich ganz gut hinkriegen. Da habe ich auch schon genug Stunden in diesem Spiel. Es ist grün, fahr. Ach, war ja klar. So, haben wir hier eigentlich einen Spiegel? Ja, na, guck mal, wie weit wir eigentlich noch wegstehen. Ist ja schon krass, da merkt man, wie hoch so ein Truck ist. Wir sehen ihn schon fast nicht mehr. Aber laut dem Spiegel, den könnt ihr doch sehen, ja, da ist er doch. Laut dem Spiegel sind wir ja noch echt weit von dem entfernt. Kann ich euch ja auch nochmal präsentieren. Ah, jetzt fährt er. Na ja, gut, egal. So, rum mit der Kiste. Ah, es wird noch später spaßig, wenn wir dann anfangen, 18 Ganggetriebe zu verwenden und dann mit der Kupplung jeden einzelnen Gang hochschalten, wird super. Da überspringen wir auch, denke ich mal, immer mal ein paar Gänge. Gerade beim Anfahren brauchen wir nicht 10 Gänge, Alter. 70 ist hier, ich dachte, das ist Stadt. Aber offenbar noch nicht. Ja, sieht doch alles gut aus. Dann können wir sogar noch 10. Gang rein. Da hinten ist Dresden, da ist auch wieder ein Fragezeichen. Das würde ich gerne noch einsammeln. Solange wir noch keinen freien Truck haben, müssen wir das immer irgendwie so machen. Wobei, nee, in Dresden war ja der Scania-Händler, den haben wir ja schon. Aber da ist noch die Arbeitsagentur und die Arbeitsagentur können wir auch gerne mitnehmen. Dann haben wir bei unserem ersten Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr Auswahl. So, oh, der bremst ein bisschen, na dann, passt. Ja, wir fahren leider nicht ganz vorbei. Da hinten sehen wir schon den Händler, den haben wir schon freigeschaltet. Deswegen wollte ich auch unbedingt keinen MAN am Anfang auswählen, weil wenn wir in Berlin anfangen, hätten wir eh den MAN-Händler. Jetzt müssen wir natürlich einen Bogen fahren. Es ist ein bisschen schade, aber ist jetzt erstmal so. Ah, wobei, man kann ja hier wenden. Also man sollte es wahrscheinlich nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal trotzdem. So. Ah, und das ist doch perfekt. So. Ah, grün ist es auch noch. Na dann.
haken wir noch ein. Dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ist ja relativ gut in der Zeit. So, die haben noch rot. Na dann. Ah, das war ein bisschen dolle. Ja. So, Enter und natürlich die 90er Elle. Ah, die Maus stört. Springen wir mal in Gang, dann passt das. Da müssen wir jetzt rein. Mit dem Anhänger kann ich auch noch mal ein bisschen besser manövrieren als mit dem letzten. Ich denke, so würde es schon passen, ne? Passt das so? Hm? Schon ein bisschen steil der Winkel, aber müsste eigentlich passen. Rückwärtsgang rein. Ah, ja, naja, das ist nicht so gut. Da muss er jetzt auf jeden Fall. Ah, wobei sieht doch gut aus, der Winkel. Wenn wir das so langsam weitermachen, dann. Na, guck mal, perfekt. Bin ich ein Künstler oder was? So, sieht super aus. Ah, ein bisschen weit sind wir noch. Oh, glaube ich aber, dass das langsam passt. Ach, guck mal. Ey, das ist. Perfekt. Laden wir ab den Quatsch. Und das ist natürlich wieder ausgezeichnet. Perfekt. Das gibt uns eine Level Up. Sehr schön. So, wir können einen Skillpunkt verteilen. Wir können verschiedene Gefahrengute investieren. Fernfahrten, hochwertige Fracht, zerbrechliche, Just-in-Time-Lieferung. Warte mal, Fahrweise ist auch nicht schlecht. Ich würde erstmal einmal in Fernfahrten gehen, dass wir halt nicht nur diese 200 Kilometer Strecken kriegt. Lieferung bis 350 Kilometer würden wir jetzt hier erstmal kriegen. Würde ich erstmal sagen, ja, sonst ist alle mal ein bisschen kurz. Ich würde schon gerne ein bisschen länger unterwegs sein, natürlich. Wir sprechen einmal drüber, lesen noch die eine E-Mail. Und zwar von der Bank. Sehr schön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um unserem Geschäft einen Schub zu geben, Ihrem Geschäft? Wenden Sie sich an uns, besuchen Sie bitte Ihre örtliche Bankfiliale. Für weitere Informationen, hochachtungsvoll Verkaufsmanager von der Bank. Aktuell nur bis 100.000. Wir warten auf den 400.000er Kredit, denn mit dem können wir dann uns erstmal unser Business so ein bisschen aufbauen. Und damit machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und ich würde sagen, viel Spaß und was auch immer ihr jetzt gleich noch macht. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.